Mahlzeit. Wer unbedingt siegen will, der muss seine inneren Ängste überwinden. Deshalb die 6 in Französisch aus der Schule abhaken und rein in den Crashkurs. Macht sich vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich auch besonders gut, weil man die Sprache des Gegners schon beherrschen sollte. Wir sind deshalb zum Lingua Sprachcenter aufgebrochen und haben eigens einen Trainer verpflichtet. Das ist Thomas Delacroix, 28, kommt aus der Bretagne und wird mit uns gleich ein paar Übungen machen. Thomas, wir wollen einige Sätze schreiben. Der erste wäre: Frankreich ist ein schönes Land. Mhm. Kannst du uns das bitte auf Französisch aufschreiben? Bien évidemment. Was hat er? Also, noch einmal? Frankreich ist ein schönes Land. La France est une belle patrie. Est une belle patrie. Est une belle patrie. Gut. Satz Nummer 2. Die Menschen sind sehr nett. Les gens sont très sympas. Sympa. Sympa. Ja. Encore une fois. Les gens sont très sympas. Très bien. Satz Nummer 3. Das Essen ist lecker. La nourriture est bon. La nourriture. Ah ja, okay. La nourriture est bon. Bonne. Bonne, bonne, bonne. So, jetzt kommt schon der letzte Übungsteil, Thomas. Der letzte Satz heißt: Aber scheiße, Deutschland wird Weltmeister. Würdest du das bitte uns mal aufschreiben auf Französisch? Oui, bien sûr. Moment, das ist nicht richtig. Nein, je vous explique. Wenn ich das mal kurz übersetzen darf, das steht: Aber scheiße, Frankreich holt den Titel, wird gewinnen und Benzema schießt noch ein Tor. Nein, das wird nichts. Also, Yogi, pass auf. Du reißt dem Franzosen die Hand in aller Freundlichkeit und er will den Titel wegholen. Das geht natürlich gar nicht. Also, das werden wir mal korrigieren. Selbstverständlich wird das nichts. Zack, zack. Hier machen wir mal hin, was laut WM-Geschichte dahin gehört. Und das ist der aktuelle Form. Das aktuelle Formbarometer. Allemagne ausgetauscht wird. L'Allemagne. Egal. Und Schweinsteiger statt Benzema. So ist es richtig. Merci beaucoup, Thomas. Wir wollen hoffen, dass das auch so eintritt morgen. Wir sehen uns um 15 Uhr. Bis dann und denkt dran, immer schön tranquilo bleiben.